5 Tage, 5 Bühnen und es geht hier dem Endspurt zu. Chiemsee Summer live vom Chiemsee in Übersee und es ist einiges geboten. Von Luxus-Camping, Komfort-Camping, netten Mädchen, die in die Kamera wollen oder netten Jungs, die in die Kamera wollen. So ist es ja immer. Wir werfen einfach mal einen Blick übers Festival, dass die vielleicht auch noch öfter ins Bild kommen. Vor allem der Chiemsee Summer bietet immer schöne Musik, vor allem zum Beispiel letztes Jahr Macklemore, dieses Jahr Deichkind. Es ist immer schon, es sind krasse Headliner dabei, also es ist ein Vergnügen für Jung und Alt. Es ist einfach der Wahnsinn da und total nett die Leute, man lernt total viel Leute kennen. Weil es einfach geil ist, die Aussicht, wenn mal schönes Wetter ist und weil die Leute einfach super geil drauf sind. Nein, es ist kein buntes Kostümfest, es ist Chiemsee Summer. Und genau dafür strömen rund 30.000 Leute ins bayerische Oberland. Hier geben sich rund 100 nationale und internationale Künstler die Ehre. Doch so ganz kann man das Kleidungsthema hier nicht außen vor lassen. Gummistiefel sind ja Festival-Looks. Also ich finde, auf einem Festival kann man Gummistiefel auf jeden Fall tragen, egal welche. Welches Wetter ist. Und so Gummistiefel zu Hotbands ist doch auch irgendwie hot, oder? Also ich find's hot. Strohhut? Ja klar, alles was Spaß macht. Ich finde, auf einem Festival ist alles erlaubt, was Spaß macht. Von lustigen Hüten über bunten Sonnenbrillen. Ich habe meine Jacke sogar extra fürs Festival bemalt. Also erlaubt ist, was Spaß macht. Erlaubt ist auch Komfort-Camping, direkt neben den normalen Campingplätzen. Denn das macht vor allem bei den regnerischen ersten Festivaltagen so manchem mehr Spaß. Aber es gibt Toiletten, gescheite. Ja, Dixie sind furchtbar. Duschen. Ja, und die Duschen. Und befestigte Wege, die machen dann doch was aus, ob man jetzt alles komplett durch den Schlamm bis daher ziehen muss oder doch einen Teil gescheit transportieren kann. Wenn man schon 10 Jahre hintereinander da ist, macht man irgendwann Komfort-Camping, weil irgendwann hat man keinen Bock mehr. Tage, 5 Bühnen, ein Highlight jagt das nächste. Gaslight Anthem. Dann, was gab's noch? Frittenbude gab's noch. Die sind auch mein absolutes Highlight hier. Aber natürlich dürfen wir nicht vergessen: Part of Stella, Deichkind, was auch alles da war. Sammy Deluxe. Unbeschreiblich. Damit gehen wir einfach zurück ins Studio, weil sonst müssen die hier auch noch viel mehr tanzen.